Willkommen, liebe Zuschauer, vor dem Seelingstädter Rathaus. Rathaus und Smokers Planet, was hat das miteinander zu tun? Hier wie da können Sie sich Rat holen. Die Stadträte und Magisträte im Mittelalter saßen im Rathaus zusammen, diskutierten und entschieden über das, was in der Stadt am Ort geschieht. Wir, liebe Zuschauer, berichten auf Smokers Planet mit vielen Ratschlägen, so auch in der aktuellen Ausgabe Smokers Planet, der Kalenderwoche 38. Ja, dann starten wir doch mal in eine recht umfangreiche Smokers Planet Ausgabe. Ganz oben nachgefragt. Nachgefragt bei Andreas Tümmler, vom Investmentbanker zum Distiller. Die Erfolgsgeschichte von St. Kilian Distillers. Weiter geht es unter Intro. Ein aktuelles Vitola-Highlight bietet sich hier an, und zwar die True Estate, die Flying Pick, ergänzt die aktuelle Liga Privata Nummer 9 Serie. Umfangreiches Thema, komplexes Format für den erfahrenen Aficionado. Und rauchbar, da starten wir mit Brickhouse-Zigarren, The American Way of Cigars, Zigarren der Newman Cigar Company, nach 70 Jahren neu aufgelegt. Die Grand Dame der Tabakbranche, Maya selber, bringt ein neues Sterne-Menü auf den Tisch. Rustikales Sterne-Menü mit der Villa Samara Reserva, die zur Fachmesse zur Intertabak und dann in den Handel kommt. Remsma, Öffentlichkeit wird falsch informiert. Stellungnahme zur Medienkampagne zu Thema E-Zigarette und Liquids und Lungenerkrankungen in den USA. Eine Schatzkiste voller Genuss aus dem Hause Cortez. Cortez Honduras Geschenkbox, richtig auffällig, schön gelb und richtig schöne Inhalte. Die GPS erhält einen neuen Markenauftritt, Optik ergänzt Haptik. Und dann gibt es News aus dem Kautabak-Sortiment bei Remsma. 3 zusätzliche Varianten von Scroff Superweit kommen auf den Markt. Don Diego, eine seidige Deckblattergänzung aus Ecuador. Und BAT kommt mit diversen Vibe-Products in den Handel. Alles aktuell zur Messe in Dortmund. Großes Programm mit Pen 3, E-Tank Pro und E-Pod. Mitmachen und gewinnen. Ja, da steigen wir die Lüfte, einsteigen, loslegen und 20 Zeppelin gewinnen. Aktuelles Gewinnspiel mit der Laura 107 Zeppelin. Arndt und André unterstützt diese Aktivität. Wunderschönes Gewinnspiel. Reinschauen, mitmachen, gewinnen. Und da schon entdeckt, die Fifth Avenue und Habanos, die Komplettierung der Vegueros-Linie. Neues Format kommt in den Handel. Und da trinkt man, ja, vielseitig, Aperitif, Wodka, Gin, Rum, Geneva und zum Tag des Kaffees am 1. Oktober dann auch ein Kaffeethema. Top of the Week, Savinelli Pfeifenträume mit bei Kopfpfeifen, die Herbst-Winter-Neuheiten aus dem Hause Savinelli gehen nach Dortmund zur Messe und anschließend in den deutschen Tabakwarenfachhandel. Unter dem Hingucker der Woche, Next Level Vaping. Puren Geschmack mit Ultraschall-Technologie erleben. Hauser bringt innovative Vaping-Technologie nach Deutschland. Und da besuchbar das Chanton Henri, die Genussinsel, das Pfeifenmuseum und der Wallfahrtsort der Aficionados feierte. Smokers News war vor Ort, dreht ein Video und das stellen wir Ihnen dann auch noch im Media Center vor. Tastings rund um die Belmerel und True Estate mit den Markenbotschaftern aus dem Hause Agio. Genussprogramme in Bocholt, Delmenhorst und Straubing. Angela und James Brown mit Kleinlagels auf Deutschlandtour. Das Intertabak-Vorprogramm läuft auf Hochtouren. Die Hersteller der Black Label Trading Company sind mit den Kleinlagels unterwegs, bereiten sich auf die Intertabak vor und waren jetzt schon einmal im Salon Gronau. Und noch einmal rund um die Kleinlagels, beziehungsweise auch um Thomas Geisner, der hat schon mal die Intertabak eröffnet für Kleinlagel. Und zwar mit Jan Wissensen. Royal, Danish und Romjak. Alles zusammen im Tabakhaus Böttner in Frankfurt. Unter Trink St. Mont
Eine wunderschöne Erfolgsgeschichte, Perdita de Coco, weiter auf Erfolgskurs. 2017 ein echtes Revival der Perdita de Coco-Serie. In unserem Media Center sind wir diesmal mit einer Doppelspitze. Und zwar einmal mit Carlos André Cooking for Friends in Kalaole und dann in Venedig. Eine wirklich schöne Story, eine Event der Leichtigkeit, eine kleine Auszeit mit Mädels. Und zwar mit Kommissarinnen aus dem deutschen TV-Programm. Fortsetzung der Kultserie Cooking for Friends im Sommer 2019. Und Smokers Nuss TV war dann im Chateau Aurivi angekündigt und hat Freunde aus ganz Deutschland beim Festival in Bergheim-Niederausen gesehen. Ein Videobericht mit interessanten Gesprächspartnern und vielen Impressionen. Veranstaltungen wie immer bei Art of Smoke. Der VIP-Partner der Woche ist das Pipe House in Koblenz mit den Wilders, und zwar der Jesuitengasse 1 in Koblenz zu Hause. Das Ganze auch unter der Webadresse https://www.pipehouse.de. Und ganz zum Schluss natürlich noch der Hinweis, dass wir weitere Rubriken mit weiteren Themen stets für Sie bereit haben. Rauchbar, brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar. Freuen Sie dem Genuss, leben Sie das Leben. Bis zur nächsten Ausgabe. Ja, noch einmal zum Genuss, den wir auch in der letzten Ausgabe Smokers Planet und auch in der Ankündigung von Wils Woche wie so oft zelebriert haben. Genuss. Genuss kann man erleben, Genuss kann man wahrnehmen mit Musik, mit Büchern und natürlich mit wunderschönen Produkten aus der Tabakwelt. Produkte aus der Tabakwelt, dann in der Kalenderwoche 38 der Branchenwoche, dem Branchenhighlight der Eder Tabak in Dortmund. Wir sind dabei, wir bleiben Topfgucker. Wir gucken schon lustig natürlich in jeden Topf und wir berichten aus den vielen Töpfen, die uns die Eder Tabak anbietet. Das bis zur nächsten Woche. Kalenderwoche 39 mit vielen Highlights von der Intertabak.